Ich hatte eigentlich einen richtig stabilen Plan, dieses Video hier anzugehen. Ich war mir relativ sicher, dass das, was ich hier erzählen möchte, auch genauso zutreffen könnte. Jetzt nach diesem Testspiel gegen Holstein Kiel, das gerade vorbei ist, wo ich dieses Video aufnehme, ist meine Sicht auf die möglichen Formationen, auf die möglichen Verschiebungen bei Hannover 96 wieder ein bisschen über den Haufen geworfen. Aber wir reden drüber. Mein Systemvorschlag oder der Gedanke, den ich habe und gleichzeitig aber auch die anderen Möglichkeiten in diesem Video. Viel Spaß. Ja, was ist der Gedanke gewesen? Relativ simpel. Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir jetzt nicht nur im Spiel gegen Hildesheim ausprobieren, Derrick Köhn auf der vorgezogenen Position zu spielen, sondern dass das ein dauerhaftes Element sein könnte. Aber, und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, Stefan Leitl variiert in dieser Vorbereitung. Und das ist ja auch logisch, weil in der Vorbereitung musst du ausprobieren. Das heißt, eigentlich soll es mich auch nicht überraschen. Aber trotzdem fand ich es jetzt gegen Kiel sehr spannend zu sehen, wie in der zweiten Halbzeit bzw. im letzten Drittel agiert wurde. Denn das war wahrscheinlich eine Dreierkette mit Eze als linkem Innenverteidiger. Und ich habe alle für verrückt erklärt, die gesagt haben, Eze wäre doch was für die linke Innenverteidigerposition. Da komme ich auch gleich nochmal zu, warum ich das weiterhin glaube oder was ich weiterhin als Optimalbesetzung sehen würde, oder auf jeden Fall als interessante Variante. Aber es ist ja umso schöner zu sehen, dass wir uns variabel auf den Gegner anpassen können, auf verschiedene Spielsituationen, gegebenenfalls auch mal auf die Viererkette umswitchen können, weil im Aufbau sah es dann doch schon eher nach einer Viererkette aus, mit Köhn in der vorgezogenen Rolle, aber dazu komme ich gleich nochmal. Das ist ein cooler Weg. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, welches ist die Formation, die ihr Stand jetzt am liebsten sehen würdet und was haltet ihr hier von meinen beiden Ideen beziehungsweise von meinem einen Vorschlag eigentlich? Das ist explizit das, was ich jetzt hier machen möchte und machen wollte. Wir kommen dann, wie gesagt, später nochmal dazu, wie wir gerade gespielt haben, beziehungsweise was dementsprechend auch eine Möglichkeit sein könnte. Viererkette nehme ich jetzt mal nicht mit rein, aber die andere Dreierkettenvariante, die im Aufbau beziehungsweise in eigenem Ballbesitz dann so ein bisschen Richtung Viererkette geht, sah zumindest so aus. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen, auch in Zukunft. Wir hatten heute jetzt im Stream da gerade auch einen lustigen Kollegen, der ja gesagt hat, dass Hannover 96 Maurice Malone verpflichtet hat vom FC Augsburg. Der hat ja vergangene Saison in der österreichischen Bundesliga ordentlich gewirbelt, ist wohl auch ein Kandidat für Hannover, während es Jani Serra ja nicht werden wird. Der wechselt zu Aarhus in die dänische Liga. Allerdings war das Ganze so dermaßen schlecht formuliert mit der Info von Sportbild per Laie, was keinen Sinn ergibt, weil Stand jetzt hat Maurice Malone einen Vertrag bis 2024 und dann verleiht man einen Spieler logischerweise nicht. Das dürfte dementsprechend sich noch ein bisschen hinziehen, aber vielleicht kommt er ja. Und Ähnliches gilt ja auch bei Marcel Halstenberg. Da scheint ja Klarheit zu herrschen zwischen den Parteien. Das Einzige, was noch im Raum steht, ist RB Leipzig. Von daher warten wir mal ab, was da noch passiert. Wir werden auf jeden Fall spannende nächste Wochen haben, bis dann der Saisonstart passiert, wo ich übrigens im Stadion sein werde. Das kann ich so schon mal sagen. Wir kommen jetzt aber zum Thema Formation. Und mein ursprünglicher Gedanke beziehungsweise das Problem, was wir in meinen Augen haben, ist, wir haben sehr, sehr viele offensive Außenverteidiger, offensiv starke Außenverteidiger und ein System, in dem wir eigentlich nur jeweils einen pro Seite spielen können. Das ist auch faktisch kaum anders darstellbar. Du kannst eine Viererkette spielen, dann beraubst du dir aber einer Position im Offensivspiel, weil du bräuchtest auf der rechten Seite einen Flügel und du bräuchtest einen Rechtsverteidiger. Natürlich kann Tadel das und Tadel wird sicherlich auch näher an die Mannschaft rangeführt werden. Ich glaube aber nicht, dass er zunächst ein Starter sein wird oder als Starter eingeplant ist. Das heißt, dann hättest du links Eze und Köhn und rechts hättest du zum Beispiel Tadel und Muroya oder Dem und Muroya, je nachdem, wie man das Ganze spielen möchte. Nominell habe ich aktuell das Gefühl, ist Dem ein bisschen vor Muroya. Das kann sich aber im Laufe der Vorbereitung natürlich auch noch völlig kippen. Es kann auch sein, dass es gar nicht so ist. Das wird auf jeden Fall spannend, da auf dieser Seite zu sehen, wer das Rennen am Ende macht. Vielleicht ja sogar Tadel. Vielleicht sogar Tadel in der Dreierkette. Diese Dreierkette ist ja in der vergangenen Saison mit einem 3-4-1-2 meistens gespielt worden. Das heißt, wir hatten eine Doppelspitze aus zum Beispiel Teuchert und Nielsen und dahinter einen Zehner. Zum Ende hin war das häufig Louis Schaub, teilweise war das auch mal Nielsen und in der Offensive haben wir dann zum Beispiel mit Zeddy Teuchert und Henrik Weidand gespielt. Das Ganze war variabel, dahinter zwei Sechser und dann eben die ganz normale Dreierkette mit zwei Flügelverteidigern, was es dann defensiv zu einer Fünferkette gemacht hat. Das hat dabei geholfen, unsere defensive Instabilität ein bisschen auszuhebeln bzw. ein bisschen zu kompensieren. Allerdings hat es trotzdem nicht die Schwächen im Defensivbereich unserer Außenverteidiger kaschiert. Gerade bei Derrick Köhn ist das ja ein Riesenthema gewesen, aber auch Dem und Muroya sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie defensiv über jeden Zweifel erhaben sind. Dazu kam dann noch die Instabilität, die teilweise durch Formschwankungen bei Börner, bei Areyembi hervorgerufen wurde. Und dazu noch, dass wir auf H6 jetzt auch nicht unbedingt zwei komplett defensiv denkende Spieler haben, weil Max Pesuschkow eben auch einen Offensivtrieb hat und auch Fabi Kunze sich gerne offensiv mit einbringt, auch wenn der gegen den Ball nochmal ein bisschen stärker einzuordnen ist.
Jetzt aktuell haben wir eben auf dieser linken Schienenposition, wie ich es gerade schon angesprochen habe, sowohl Brooklyn Eze als auch Derrick Köhn. Das heißt, zwei Spieler, die sehr gerne in der Startelf stehen dürften, wenn Köhn denn bleibt. Davon gehen wir jetzt in diesem Video mal aus, weil wenn der nicht bleibt, dann kann man dieses ganze Video quasi hinfällig gestalten. Dann wäre das trotzdem, wenn ein weiterer Neuzugang noch kommt, und zwar namentlich Sonny Kittel, immer noch interessant, aber es würde deutlich weniger Sinn machen zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man da erstmal gucken müsste, wie der auch eingeplant ist. Ich plane von, oder ich rede von einem 3-4-2-1, was etwas anders ist als das 3-4-1-2, aber nominell ja eigentlich nur, was die Position hinter der einzelnen Spitze angeht. Das heißt nicht ein Zehner, der zentral der Spielgestalter ist, sondern zwei Halbraumzehner. Das wurde gegen Hildesheim auch zumindest so, wie ich das gesehen habe, so gespielt. Sowohl in der ersten Halbzeit als dann auch ja in der zweiten Halbzeit mit Abstrichen. Da tatsächlich eher nicht. Da würde ich sagen, hat man eine Doppelspitze aus Teuchert und Tresoldi und einen Zehner dahinter mit Sebastian Ernst. Aber da gab es einen anderen interessanten Punkt, der umgesetzt wurde. In der ersten Halbzeit waren es aber Foti und Schaub hinter Nielsen, meines Empfindens nach. Kann auch sein, dass Foti die zweite Spitze gespielt hat, aber dafür stand er extrem tief, deswegen glaube ich das eher nicht. Und genau das ist es eigentlich. Das ist die Pauschallösung dafür, wie wir sowohl Brooklyn Eze als auch Derrick Köhn einbinden können. Du stellst Derrick Köhn nicht mehr auf das linke Mittelfeld oder Linksverteidigerposition, sondern du stellst ihn in diesen Halbraumzehner oder auf diese Halbraumzehnerposition. Was heißt, er ist offensiv noch viel mehr gefragt, was aber auch gleichzeitig heißt, er kann und die Ausdauer hat er, mit nach hinten helfen und Brooklyn Eze auf seiner linken Seite unterstützen. Du beraubst dich damit ja quasi auch keinem Offensivspieler, weil du hast weiterhin genauso viele Spieler vorne, nominell nämlich drei Stück. Das heißt nur, dass vielleicht noch einer der Halbraumzehner ein bisschen aktiver mit nach hinten arbeitet. Aber wenn du zwei Stürmer hast, muss einer der Stürmer mit nach hinten arbeiten. Das klappt auch, aber ob das jetzt ein Zehner oder ein Stürmer ist, der mit nach hinten arbeitet, ist egal. Wobei das gerade bei Derrick Köhn halt eben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr passieren würde, weil er das ja auch nur mal als gelernter Linksverteidiger durchaus kann. Das Ganze wäre dann interessant, wenn man invers spielen lässt, Derrick Köhn. Wenn Sonny Kittel kommt, könnte man theoretisch Louis Schaub rausnehmen, was aber Stand jetzt unrealistisch ist, und noch ist Sonny Kittel auch nicht da. Das heißt, es funktioniert auch mit Louis Schaub. Und Derrick Köhn spielt invers, das heißt auf der rechten Seite und zieht nach innen. Genau das wurde in der zweiten Halbzeit gegen Hildesheim nämlich auch ausprobiert. Heute im Test gegen Kiel war das nicht so, heute hat Tadel auf der rechten Seite gespielt. In Hildesheim wurde nach ungefähr 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, vielleicht auch 20, geswitcht und Tadel ist auf links gerückt und Derrick Köhn auf die rechte Seite und hat auch ein, zwei Schüsse genommen. Das heißt, er hat quasi diese inverse Rolle und seine Schussstärke, seine Schussgewalt ausprobiert. Ich bin der Meinung, dass der auch sehr, sehr gut ist mit dem Ball am linken Fuß von der linken Seite. Das heißt quasi einfach nur, ja, mit links von da aus abziehen. Das beraubt zwar die Stärke nach innen zu ziehen, aber er hat die Schusstechnik, das trotzdem ja zu nutzen zu machen. Und du hast mit Louis Schaub halt einen zweiten Linksfuß, der dann invers diese Rolle nochmal mehr interpretieren könnte, der ja auch einen sehr, sehr guten Schuss hat, wenn er möchte. Ich blende euch das jetzt hier mal ein, wie ich mir das also vorstelle, damit das ein bisschen sinnhafter ist. Ich versuche es auch noch mit Pfeilen zu versehen, damit es noch mehr Sinn ergibt. Das ist mehr oder weniger eine Optimalbesetzung. Ich habe jetzt Halstenberg schon mal vorsichtshalber mit reingenommen, weil es scheint ja wirklich zu passieren. Und dann wäre Halstenberg für mich der zentrale Innenverteidiger. Es haben auch viele geschrieben, ey, wir haben dann ja quasi noch einen Linksverteidiger. Aber ich würde Halstenberg jetzt nicht als Linksverteidiger sehen. Ich würde Halstenberg auch nicht zwingend als den linken Part in der Innenverteidigung sehen. Ich glaube, die Qualität hat er, um Abwehrchef zu sein. Der Abwehrchef muss eigentlich zentral spielen. Ich hatte mir ja gewünscht, dass Phil das macht. Aber bei mir war ja auch das Hindernis bei Phil als Abwehrchef, dass er eben rechts spielt und mit seinem Tempo da auch eigentlich zu Hause ist. Und ich glaube, dass Julian Börner in seinem letzten Vertragsjahr, wonach er in die U23 geht, vielleicht ein bisschen sich hinten anstellt, vielleicht ein bisschen da so eher im Hintergrund agiert und Bright Arayembi, den man jetzt ja auch nun mal geholt hat von Bayern, nicht um auf der Bank zu versauern, dass der auf der linken Halbposition der Innenverteidigung da spielt. Das wäre in meinen Augen sehr, sehr gut. Halstenberg auf zentraler Rolle oder in zentraler Rolle mit Phil rechts und Bright links. Das lässt sich gut an. Dann Eze auf links, rechts, Muroja habe ich jetzt hier mal genommen und dann in den Halbräumen vorne drin Köhn und Schaub statt jetzt. Wie gesagt, Kittel, wenn das passieren sollte, wäre das auch eine Option für diese Rolle. Und vorne drin Sadie Teuchert und Maurice Malone als Backup, wenn er denn noch kommt. Aber auch Tresoldi haben wir ja noch. Und Nielsen kann passenderweise beide Rollen spielen, sowohl den Zehner als auch den Stürmer. Das heißt, man könnte auch im System oder im Spiel quasi das System wechseln. Das ist schon ziemlich interessant. Zentrale Rolle, das ist ganz, ganz schwer vorherzusagen. Max Christiansen macht einen sehr guten Eindruck. Jetzt auch im ersten Spiel gegen Kiel hat sich sehr gut eingefunden. Kennt ja aber auch einige Spieler und den Trainer. Gleichzeitig Fabian Kunze, wie gesagt, eine gute letzte Saison gespielt, bringt auch Stabilität und Zweikampfstärke ins Mittelfeld. Max Besuschkow, zweites Jahr, auch nicht zu vernachlässigen. Die Qualitäten hat er auf jeden Fall, das hat er in Regensburg gezeigt, auch wenn das erste Jahr bei 96 nicht ganz so top war. Und Enzo Leopold ist auch jemand, der sich letztes Jahr in die Startelf gespielt hat über Zeiten und in der erfolgreichen Phase von 96, also den sollte man auch nicht abschreiben. Genauso wenig wie Marius Wörl.
Das Zentrum ist für mich die absolut undurchsichtigste Position, weil ich keinerlei Idee habe, wie das wirklich in der kommenden Saison aussehen wird. Ja, wer spielt da Stamm, wer ist da gesetzt, gibt es überhaupt gesetzte Spieler bei 96? Weil das eben ja genau die Sache ist, die ich am Anfang des Videos angesprochen habe. Du bist jetzt unglaublich variabel. Du kannst jetzt auch Viererkette spielen. Du kannst auch Brooklyn Eze scheinbar in der Dreierkette spielen. Wenn das jetzt gerade nominell so war. Für mich sah es im ersten Moment eher aus, als hätten wir eine Viererkette gespielt, eben mit Brooklyn als Linksverteidiger, davor Köhn und dann Lührs und Neumann in der Innenverteidigung. Dann hatten wir aber keinen nominellen Rechtsverteidiger. Außer Muroja stand doch auf dem Platz und ich habe den übersehen. Das kann sein, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber sonst wäre Tadel ja quasi Rechtsverteidiger gewesen, was dann doch eher für die Schiene spricht, dass Tadel die rechte Schiene gespielt hat in der Dreierkette und Eze die ja, linke Innenverteidigerposition und Köhn eine sehr, sehr hochstehende linke Schiene in der Dreierkette. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde es sind sehr interessante Gedankenexperimente, weil du dadurch eben auch siehst, wie gut der Kader wirklich gerade offensiv ist. Defensiv ist nochmal ein anderes Thema, aber gegen den Ball haben wir mit Max Christiansen auch nochmal Stärke hinzubekommen. Und meine Kamera sagt mir, mach Schluss. Aber das muss ja nicht automatisch heißen, dass es was Schlechtes ist, weil sonst rede ich hier auch noch um den heißen Brei herum. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr habt jetzt hier ein Selfie gesehen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.